In den Tiefen des Meeres lauern wundersame Wiesen. Mit faszinierenden Körpermerkmalen und Fähigkeiten. Sie erobern bunte Korallenriffe und sind auch mal perfekte Schlammcatcher. Sie rasseln mit ihren Säbeln und erleuchten die dunkelsten Höhlen. In mehr als 500 Millionen Jahren haben sich diese Meeresbewohner perfekt an ihre Umwelt angepasst. Sie haben Riesenmäuler, mit denen sie auf Seeigeln herumkauen oder gelernt, Luft zu atmen. Manche haben beim Schwimmen einen ganz schönen Zahn drauf, während andere einen Spaziergang bevorzugen. Was manchmal wie eine Fehlbildung aussieht, verbirgt oft ein ausgeklügeltes Sinnessystem. Das sind die Monsterfische. Die Erde ist zu 71% mit Wasser bedeckt. Ozeane, Seen, Flüsse und Sümpfe. Zwischen Auftrieb und Schwerkraft gleiten die Tiere durchs Wasser und wirken dabei fast schwerelos. Sie haben unterschiedlichste Farben und Formen. Diese Fischart, die besteht zum großen Teil aus toten Fischen. Der Schleimaal zerkleinert sie mit seinem Beißwerkzeug wie ein Holzhäcksler. Schleimaale sind so gut wie blind. Eisfeste, fadenförmige Fasern, die einen netzartigen Schleimteppich bilden. Dieser kann Fressfeinden in Extremfällen sogar die Kiemen verkleben. Von der schleimigen Unterwelt geht es nun zu einem der schnellsten Tiere der Welt. Der weite Ozean ist für sie wie eine leere Autobahn. Eine Meute atlantischer Fächerfische ist bereit zur Jagd. Die in der Regel rund 2,5 Meter langen Raubfische erreichen angeblich rund 100 Kilometer pro Stunde, auch wenn eine neueste Studie ihr Tempo niedriger ansetzt. Fächerfische können ihre Flossen ein- und ausklappen. Mit ihrer spitzen Schnauze, dem Rostrum, schießen sie wie ein Pfeil durchs Wasser. Die Raubfische leben in Schulen mit bis zu 30 Tieren, jagen aber in Gruppen, die oft 2- bis 3-mal so groß sind. Während der Jagd kommunizieren Fächerfische über ihre metallischen Schuppen, die in verschiedenen Farben reflektieren. Die große Rückenflosse hält sie auch bei gewagten Manövern stabil auf Kurs. So können Fächerfische mit dem schwertartigen Rostrum, das auch Schnabel genannt wird, gezielt Schläge ausführen. Gerade haben sie einen Schwarm Sardinen im Visier. Mit ihren riesigen Rückenflossen scheuchen sie die Beute Richtung Wasseroberfläche.
Zwischen ihren Augen, direkt unter dem Gehirn, befindet sich ein besonderes Heizsystem. Es erwärmt ihre Augen und ihr Gehirn auf 15 Grad über der Umgebungstemperatur. Die enorm schnellen Fächerfische sind perfekte Jäger. Doch Geschwindigkeit ist nicht das einzige Erfolgsrezept. Auch mit Aussehen und Form kann man punkten. Auf dem sandigen Grund der Meere leben Fische, die an Rasiermesser erinnern. Sie heißen Schnepfenmesserfische. Ihr Körper ist äußerst flach. Sie schwimmen mit dem Kopf nach unten, gern zwischen Seegrasfeldern und sehen dabei selbst aus wie einzelne Halme. Eine gute Tarnung. Schnepfenmesserfische haben keine Schuppen. Stattdessen bedecken scharfe Knochenplatten ihren Körper. Der ist völlig starr. Dagegen sind die Flossen der Tiere zart wie Seide. Zur Verteidigung setzen sie einen spitzen Stachel ein. Sie verlassen so gut wie nie den schützenden Schwarm. Als Jungtiere suchen sie oft zwischen den Stacheln von Seeigeln Zuflucht. Schnepfenmesserfische ernähren sich von Zooplankton. Sie tummeln sich am Meeresboden des tropischen Indopazifiks in 200 bis 100 Metern Tiefe. Immer schön kopfüber. Schnepfenmesserfische sind zahnlos. Sie saugen ihre Beute durch eine sogenannte Pipettenschnauze ein. Manchmal verlieren sie beim Fressen den Blick für die Gefahr. Dieser Tintenfisch ist ein Meister der Tarnung. Und er kann warten, bis sich seine Chance bietet, zuzuschlagen. Selbst wenn es ihn viel Geduld kostet.
Der Schwarm bietet den Schnepfenmesserfischen zwar eine gewisse Sicherheit, aber einer bildet immer das Schlusslicht. Von blitzschnellen Jägern und hauchdünnen Kopfschwimmern kommen wir zu einem recht mürrischen Gesellen. Vor der Küste Kaliforniens lebt ein 30 cm großer Fisch mit ziemlich schlechten Manieren. Sein Name ist Neoclinus blancardi und er gehört zur größten Art der Hechtschleimfische. Er haust in leeren Muscheln oder verlassenen Höhlen. Und er mag es überhaupt nicht, wenn andere auch nur in die Nähe seines Vorgartens kommen. Mit seinen langen Kieferknochen kann ein Hechtschleimfisch der Art Neoclinus blancardi sein Maul weit aufreißen. Eine recht wirkungsvolle Abschreckung. Auch gegenüber Artgenossen zählt, wer die größere Klappe hat, besonders wenn es um das eigene Zuhause geht. Die Fische sehen schlecht. Erst im Maulkampf merken sie, wie groß ihr Gegner ist. Lippe an Lippe sozusagen. Die lange, durchgehende Rückenflosse ermöglicht schnelle Bewegungen während des Knutschkampfes. Der Sieger im Nachbarschaftsstreit bekommt beide Behausungen. Der Verlierer muss sich eine neue Bleibe suchen. Im Gegensatz zum aggressiven Hechtschleimfisch kann das Seepferdchen ohne ständige Liebesbeweise gar nicht überleben. Eigentlich sieht es gar nicht aus wie ein Fisch. In der griechischen Mythologie ist der Hippocampos ein Fabelwesen, vorne Pferd, hinten Fisch, das den Meeresgöttern als Reittier dienen sollte. Doch Seepferdchen sind tatsächlich Fische. Auch wenn sie keine Schuppen haben, sondern richtige Haut, die sich über ihre Knochenplatten zieht. Eine kleine Rückenflosse treibt die aufrecht schwimmenden Fische ganze 1,5 Meter pro Stunde voran. Die Richtung wechseln Seepferdchen mit den Flossen am Kopf. Mit ihrem biegsamen Schwanz können sie Pflanzen umklammern. Lebenswichtig bei starker Strömung. Die Augen der Tiere sind sehr gut entwickelt und funktionieren unabhängig voneinander. Sie können gleichzeitig nach vorne und nach hinten schauen. Seepferdchen haben einen Rüssel, der wie ein Staubsauger funktioniert. Ideal, um Plankton und kleine Krustentiere einzusaugen.
Seepferdchen haben einen unbändigen Appetit. Sie fressen bis zu 3000 Häppchen an einem Tag. Und sie schmatzen. Ständig. Nicht nur beim Fressen, sondern auch bei der Partnersuche. Seepferdchen leben monogam. Manche bleiben ihr ganzes Leben beim selben Partner. Sie schmusen jeden Morgen miteinander. Und sie lieben es, miteinander zu tanzen. Manchmal dauert die Balz stundenlang. Das Vorspiel für eine einzigartige Fortpflanzungsmethode. Bei der Paarung von Seepferdchen gibt es eine Besonderheit, denn hier spritzt die Dame ihre Eier in die Bauchtasche des Männchens, wo sie dann mit Sperma befruchtet werden. Die Brutzeit dauert bis zu 45 Tage. Seepferdchen sind die einzigen Tiere, bei denen das Männchen trächtig wird und den Nachwuchs gebärt. Der Geburtsvorgang kann sich über Stunden hinziehen. Das Männchen muss schließlich bis zu 2000 Babys aus seiner Bauchtasche auf die Welt bringen oder vielmehr schleudern. Nicht viele schaffen es bis ins gebärfähige Alter, gerade einmal eins von 1000. Während Seepferdchen regelrecht durchs Meer tanzen, können andere Fische nicht einmal richtig schwimmen. In Korallenriffen trifft man auf eines der merkwürdigsten Tiere überhaupt. Nein, nicht das hier. Aber es ist hier in diesem Riff. Man kann es sehen, aber kaum erkennen. Der Anglerfisch. Er tarnt sich als Stein und bewegt sich kaum von der Stelle. Sein Maul pumpt Wasser durch die Kiemen. Diese liegen hinter den Brustflossen, die eher Füßen gleichen. Der Anglerfisch hat die Fähigkeit, sich in Form und Farbe seiner unmittelbaren Umgebung anzupassen. Darum sieht er fast so aus wie einer der vielen Schwämme in diesem Riff. Aber auch Schwämme sehen unterschiedlich aus. Das verlangt Anglerfischen eine große Flexibilität ab in Sachen Anpassungsfähigkeit, was ihnen aber fast immer perfekt gelingt. Sie klammern sich meist an Korallenriffe. Wenn sie diese einmal verlassen, dann auf eine für Fische sonderbare Art. Sie gehen, statt zu schwimmen. Die meisten Anglerfischarten haben darum auch keine Schwimmblase mehr, die bei anderen Fischen den nötigen Auftrieb erzeugt. Ihre Tarnung macht die Tiere zu perfekten Jägern. Der Anglerfisch kann sein Maul sehr weit aufreißen, bis zum 12-fachen seiner Körpergröße. Da passen Schrimps rein oder auch Artgenossen. Der erste Stachel an seiner Rückenflosse wirkt wie ein Köder. Damit zieht er seine Beute an.
Tarnung und Geduld. Mehr braucht der Anglerfisch nicht. Dieser Anemonenfisch ahnt nicht, was ihm gleich blüht. Unsichtbar sein. Eine perfekte Strategie. Fische haben aber noch ganz andere Tricks auf Lager. Extreme Lebensbedingungen bringen extreme Überlebenstechniken hervor. In den dunkelsten Meereshöhlen kommen sie zum Vorschein. Laternenträger ist der passende Name dieses Fisches. Er besitzt ein raffiniertes System, um sich in der dunklen Welt zurechtzufinden. Eine Art eingebaute Kopflampe. Unterhalb der Augen befinden sich Leuchtorgane, sogenannte Photophore. Eine Art Augenlid öffnet oder schließt das aktive Leuchtorgan, je nach Bedarf. Das Licht wird durch Milliarden von Leuchtbakterien erzeugt, die in mikroskopisch kleinen Röhrchen sitzen. Die Photophore produzieren Enzyme, die von den Bakterien gefressen und in Licht umgewandelt werden. Die Bakterien bekommen Nahrung und der Fisch Licht. Eine perfekte Symbiose. Laternenträgern geht es dabei aber weniger um die Sicht. Das Licht soll Beute anlocken, genauer gesagt Zooplankton. Und es dient der Kommunikation. Männchen und Weibchen erkennen sich durch unterschiedliche Blinkfrequenzen, wie durch eine Art Morsecode. Laternenträger sind ausschließlich nachtaktiv. Bei Tagesanbruch erlöschen ihre Lichter. Wie Vampire meiden sie das Sonnenlicht. Andere Fische leben erst dann richtig auf, wenn die pralle Sonne scheint. Dieser Extremlebensraum verwandelt sich zweimal am Tag, von einer Wasser- und Sumpflandschaft zu einer Trockenzone. Das ideale Zuhause für diese Fischart. Hier herrscht regelrechte Wohnraumverknappung. Der Krebs versucht es in einer Schlammhöhle, aber die ist schon besetzt. Von einem, Fisch, der sich aber eigentlich jedweder Kategorie entzieht. Der Schlammspringer ist ein komischer Fisch. Bei Flut flüchtet er sich gern mal auf einen trockenen Flecken. Überhaupt verbringt er die meiste Zeit an Land. Dabei watschelt der amphibische Fisch auf seinen Flossen und verschließt die Kiemen, damit sie nicht austrocknen. Aber der Schlammspringer braucht Wasser. Das kann er auch mit sich herumtragen, in Kammern hinter den Kiemen, wo er es mit Sauerstoff aus der eingeschnappten Luft anreichert. Der ungewöhnliche Fisch atmet auch durch die Haut, die er ständig feucht halten muss. Genauso wie seine empfindlichen Augen. Diese zieht er zur Befeuchtung hin und wieder zurück in wassergefüllte Hauttaschen im Kopf. Die Augen lassen sich einzeln bewegen.
So hat der Schlammspringer einen kompletten Rundum-Panoramablick, selbst wenn sein Körper abgetaucht ist. An Land sieht der Schlammspringer aber besser als im Wasser. Seine Augen haben es vor allem auf seine Leibspeise abgesehen: Insekten. Für die Landgänge hat sich der Körper des Schlammspringers erstaunlich angepasst. Die Brustflossen, die sich fast zu richtigen Ärmchen entwickelt haben, dienen ihm als Hebel. Mit ihnen kann er sogar auf Bäume klettern. Und wenn er es mal eilig hat, stößt er sich mit der kräftigen Schwanzflosse ab. Und katapultiert sich so im Wasser nach vorne. Bis zu einem Meter weit. Schlammspringer werden je nach Art zwischen 5 und 16 Zentimeter lang. Mit Hilfe seiner Sprungtechnik kontrolliert der Schlammspringer auch sein Revier. Schlammspringer besiedeln Mangrovenwälder und küstennahe Brackwassergebiete. Ihr Territorium verteidigen sie eisern gegen männliche Eindringlinge. Weibchen sind dem amphibischen Fisch dagegen hoch willkommen. Um mit ihnen anzubandeln, entfaltet er seine Rückenflosse. Dann folgen ein paar eindrucksvolle Schwanzschläge. Aber dieses Mal bleibt das Weibchen unbeeindruckt. Es lässt den Verehrer links liegen. Der Schlammspringer ist nicht der einzige Fisch, der außerhalb des Wassers lebt. In Afrika verwandeln Trockenperioden ganze Seen in Wüsten. Aber im Untergrund schlummert noch Leben. Und die Wolken versprechen Rettung. Der afrikanische Raubwels hat sich vor Monaten eingebuddelt. Jetzt verlässt er das Schlammloch, um in sein bevorzugtes Gebiet umzusiedeln, getrieben vom Hunger. Seine lange Schwanzflosse hilft dem schuppenlosen Raubwels, mühelos durchs Wasser zu gleiten. Mit Hilfe der Barteln, den bartähnlichen Haaren an seinem Maul, spürt er Beute auf. Die fadenförmigen Hautorgane sind mit hochempfindlichen Nerven versehen, die sein schlechtes Sehvermögen ausgleichen. Der Raubwels ist ein gefürchteter Jäger. Mit einem riesigen Appetit. Doch den muss er vorerst noch im Zaum halten. Endlich! Die Barteln des Raubwelses nehmen feine elektromagnetische Schwingungen wahr. Dieser Buntbarsch scheint den Ernst der Lage nicht erkannt zu haben und bleibt in der Nähe. Er wird es bereuen.
seinem riesigen Maul schnappt sich der Raubwels den Buntbarsch. Seine scharfen Zähne lassen ihn nicht entkommen. Dann schluckt er die Beute mit einem Haps herunter. Im Sommer muss er sich ein Fettpolster anlegen. Von Krabben und Fischen über Frösche und Vögel bis hin zu Aas. Der afrikanische Raubwels frisst fast alles. Mit dem Winter kommt die Trockenzeit. In den schrumpfenden Seen gibt es immer weniger Nahrung. Für diese Zeit hat der afrikanische Raubwels eine eigene Überlebensstrategie entwickelt. Er geht zwischenzeitlich an Land. An seinen Kiemen befindet sich ein weiteres Atmungsorgan. Damit kann er Luft atmen. Mit seiner kräftigen Schwanzflosse stößt er sich vom Boden ab und wandert so über den Schlamm. Auf diese Weise kommt er zu tieferen Wasserstellen. Diese Wanderung wiederholt sich, bis das letzte Wasserloch ausgetrocknet ist. Dann erst vergräbt sich der Wels im schlammigen Untergrund. Von den afrikanischen Süßwassertümpeln zurück ins Meer, zu einem weiteren Monsterfisch. Mitten in den steinigen Riffen und den Seetangwäldern vor der Küste Kaliforniens lebt ein zurückgezogenes Geschöpf. Der Seewolf. Er kann bis zu 2,5 Meter groß werden und 18 Kilogramm auf die Waage bringen. Seine winzigen Schuppen sind vollständig in der Haut eingebettet und verleihen ihr einen violetten Schimmer. Eine schleimige Schicht darüber schützt die Haut vor dem scharfen Riffgestein. So kann der Seewolf seinen flachen Körper selbst durch schmale Ritzen zwängen und in seinem Versteck auf seine Leibspeise warten. Seeigel, stachelig, aber lecker. Der große Kiefer des Seewolfs besitzt starke Muskeln und kräftige Fangzähne, die die Beute regelrecht zerreißen. Seine kräftigen Mahlzähne knacken härteste Muschelschalen und sogar die Stacheln der Seeigel. Ein regelrechter Knochenbrecher. Einen ähnlich starken Kiefer hat auch eine andere Fischart entwickelt. Tropische Urlaubsparadiese werben gern mit ihren Traumstränden. Der weiße Sand besteht im Grunde nur aus fein gemahlenen Korallenriffen. Ein Meeresbewohner hat dazu seinen Teil beigetragen, der Papageifisch. Er lebt als Weidegänger an Korallenriffen und liebt es, die Pflanzen an den Kalkoberflächen abzuknabbern. Dafür hat er das nötige Werkzeug entwickelt. Einen Schnabel, der aus zusammengewachsenen Kieferzähnen besteht. Das hier ist ein Weibchen, gut zu erkennen an der rubinroten Färbung. Aber Papageifische können ihr Geschlecht wechseln.
Gibt es zu wenig Männchen, dann kann aus einem roten Weibchen ein strahlend blaues Männchen werden. Während Papageifische den ganzen Tag Algen von den Korallenriffen schaben, tragen sie auch etwas vom Kalkskelett der Blumentiere ab. So fungieren sie als eine Art Gärtner. Denn Papageifische verhindern, dass Makroalgen das Korallenriff auf Dauer überwuchern. Den beim Fressen mit anfallenden Kalk kann der Papageifisch nicht verdauen. Er scheidet ihn aus. Und zwar als feinen Strandsand. Der Schnabel des Papageifischs wächst immer nach und bleibt durch das Riffknabbern immer schön in Schuss. Aber ständig zu fressen und Strandsand auszuscheiden strengt an. Nachts braucht der Papageifisch seine Ruhe. Damit er in Frieden schlafen kann, hat er einen raffinierten Trick entwickelt. Er spuckt Schleim aus, der einen klebrigen Kokon um ihn herum bildet. Dieser Schleimschlafsack schützt ihn vor Angriffen und Parasiten. Außerdem ist die gallertartige Masse wasserdurchlässig, sodass der Papageifisch während seiner Ruhephase nicht erstickt. Der Papageifisch ist ein weiteres Paradebeispiel dafür, wie perfekt sich Fische an ihre Umgebung anpassen können. Manche Wassergestalten nehmen noch skurrilere Formen an. Unser nächstes Exemplar hat ein Saugorgan am Kopf. Am Grund der Ozeane liegen viele Schiffswracks. Eine Fischart hängt hier gern rum. Ihr Name ist bezeichnend: Schiffshalter. Die Fische saugen sich an Schiffswänden fest. Sie dienen ihnen als eine Art Umsteigebahnhof. Während sie auf ihrer Weiterreise im Speisewagen warten, in Form von größeren Fischen, an die sie sich gern andocken. Die vordere Rückenflosse der Schiffshalter hat sich zurückgebildet. Diese diente einst zum Steuern. Aber das tun diese Fische kaum noch. Als Mitreisende überlassen sie das gern dem Wirtstier. Das kann ein Manta-Rochen sein oder ein Hai. Das Saugorgan des Schiffshalters befindet sich an der Oberseite seines Kopfes, da wo früher die Rückenflosse war. Angedockt an das Wirtstier bekommen sie Beutereste ab, die der Jäger fallen lässt. Im Gegenzug befreien sie ihn von Parasiten, eine raffinierte Symbiose. Die Saugfläche auf dem Kopf hat sich aus dem hartstrahligen Teil der Rückenflosse entwickelt. An ihrem Rand befindet sich eine fleischige Lippe, die wasserdicht abschließt. In der Mitte bilden Lamellen mehrere Reihen, die wie Jalousien auf- und zuklappen. Die Lamellen haben an ihrem Ende kleine eingerollte Haken für extra starken Halt. Nähert sich der Fisch dem Wirt, schließen sich die Lamellen und verdrängen das Wasser. Beim Andocken richten sie sich blitzschnell wieder auf und bilden so ein Vakuum in den Zwischenräumen. Die Haken graben sich fest in die Haut des Wirts. So bleibt der Schiffshalter selbst bei starker Strömung sicher an ihm haften. Durch seine Saugplatte kann der Schiffshalter kommen und gehen, wann er will.
auch wenn er den Schutz des Wirtstiers nicht ohne weiteres aufs Spiel setzt. Denn Haie und Mantarochen werden selten angegriffen. Eine sichere Mitfahrgelegenheit für die ganze Familie. Unser letzter Monsterfisch ist eher ein Einzelgänger. In den Tiefen der Karibik lauert ein Hai. Groß, schnell und mit einem bizarr geformten Kopf. Der große Hammerhai. Dieser Riese wird bis zu 6 Meter lang und kann mehr als 400 Kilogramm wiegen. Ein wahres Muskelpaket, das mühelos durchs Meer gleitet. Der große Hammerhai kann eine Geschwindigkeit von bis zu 40 Kilometer pro Stunde erreichen. Aber er ist nicht nur schnell, sondern auch ausgesprochen wendig. Der große Hammerhai kann blitzschnell die Richtung wechseln. Das liegt auch an seinem Kopf, dem er seinen Namen verdankt. Die flache Hammerform ermöglicht ihm extrem schnelle Schwimmmanöver. Und sie ist ideal, um am Meeresgrund zu jagen. Das breite Maul des Riesenfischs ist mit mehreren Reihen messerscharfer Zähne ausgestattet. Seine Augen sitzen am äußersten Rand. So hat der große Hammerhai einen perfekten Rundumblick. Und das ist noch nicht alles. Sein Hammerkopf arbeitet ähnlich wie ein Metalldetektor. Nur, dass er unter dem Sand nicht Metall, sondern tierische Beute aufspürt. Er verfügt über Rezeptoren, die elektrische Signale empfangen. So vernimmt der Hai die Herzschläge anderer Meeresbewohner, selbst aus kilometerweiter Entfernung. Dieser große Hammerhai hat die Fährte eines Stachelrochens aufgenommen, seiner Lieblingsspeise. Dessen giftiger Stachel kann ihn nicht abschrecken. Und auch seine Fähigkeit zur Tarnung wird den Rochen nicht retten. Bei diesem Versteckspiel geht es nicht um Sicht. Gegen die hochempfindlichen Sensoren des großen Hammerhais hat der Stachelrochen kaum eine Chance zu entkommen. Denn der breite Kopf erweitert nicht nur massiv das Sichtfeld des großen Hammerhais, sondern er hilft ihm auch beim Fixieren seiner Beute. Durch seine körperlichen Besonderheiten ist der wendige Jäger der perfekte Monsterfisch. Faszinierende Fähigkeiten entwickelt. Sie spucken klebrigen Schleim,
knabbern an Korallen, ketschen im Schlamm oder führen verträumte Tänze auf. Sie locken mit Ködern, fechten im Wasser und setzen sogar Lampen ein. Sie gähnen, sie fliegen und sie laufen. Aber es gibt noch viel mehr faszinierende Monsterfische in den Tiefen des Ozeans.